Herzlich willkommen bei All for Hunters. Heute seht ihr nicht Matze, sondern mich. Wir sind hier nämlich auf dem Jagdgut Willenbach und wir haben ein Long-Range-Seminar. Jetzt fragt ihr euch, was haben wir denn hier alles rumliegen? Ich habe einen Alex da von Hallo. Swarovski. Grüß dich, schön, dass du da bist zu unserem Seminar. Du hast auch einiges mitgebracht und ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein mit dem Swarovski DS, weil das ist natürlich fürs Long-Range-Schießen prädestiniert. Ja, ich habe hier ein paar Geräte mitgebracht von Swarovski Optik, die natürlich zu diesem Thema Long Range passen oder auch vielleicht jagdlicher Weitschuss. Ne? Ja. DS sehen wir hier in dem Bereich jagdlicher Weitschuss. Jemand, ein Jäger, der vielleicht unterschiedliche Jagdmöglichkeiten hat, Auslandsjagd, Gebirgsjagd, wo ich da viel abdecken kann. Ne? DS ist unser digitales Zielfernrohr, digitales Scope. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Laborierung über App einzugeben, also unsere Geschossgewichte, unsere V0, das kann ich alles eingeben und überspielt die Daten dann auf unser Zielfernrohr. Das ist natürlich ausschlaggebend, das Zielfernrohr kann nur so gut arbeiten, wie unsere Daten sind, die wir eingeben. Genau, ja. Also du hast gerade gesagt, digitales Zielfernrohr, nur zu euch fürs Verständnis, also hier habe ich kein Display drin, ja? Ich habe hier ganz normale Swarovski-Linsen drinne und mein Rotpunkt arbeitet digital. Das heißt, wenn ich jetzt auf 400 Meter Laser, ja, wandert mein Rotpunkt digital nach unten und zeigt mir dann mal neue Haltepunkt an. Du hast es schon angesprochen. Es ist, ich will nicht sagen mit Vorsicht zu genießen. Es ist ein geiles Glas. Aber ich muss es beherrschen. Genau. Ja, ich muss meine kompletten ballistischen Daten, die ich habe und die ich benötige, in meine App eintragen. Ja, mit meiner App überspiele ich die Daten auf mein Glas und dann funktioniert das Ganze auch. Ja. Es kann nicht funktionieren, wenn ich falsche Daten hinterlege. Genau. Ja, und dazu brauche ich einfach den BC-Wert meines Geschosses, Reibungswiderstand. Ich brauche meine V0, das ist extremst wichtig. Ja, die V0 auf dem Päckchen könnt ihr in der Regel nicht nehmen, weil die ist mit einem 60 cm Lauf gemessen. Und meistens haben die Jäger 51, 56, so geht runter bis 41. Und dementsprechend habe ich eine geringere V0. Und das muss ich alles eintragen, genauso wie das Geschossgewicht. Und dann funktioniert das Ganze. Genau, das ist auch nicht kompliziert. Also vielleicht vom Anfang an, wenn ich so ein DS habe, ich schieße es einmal ein. Das ist auch mechanisch, aber nicht wie beim normalen Zielfernrohr, die Elevation oben und Seite, sondern das ist schon ganz anders aufgebaut. Wir haben hier oben, wenn wir aufschrauben, haben wir zum Beispiel die Batterie drin. Mhm. Die Mechanik liegt hier vorne, hier schieße ich mein Zielfernrohr genau ein. Da werde ich es jetzt auf 100 Meter Fleck einschießen, mechanisch, ich öffne hier, stelle es ein, wie gehabt. Aber ich habe trotzdem meine Klickverstellung. Genau, Klickverstellung, ja, hoch, runter, Seite links und rechts. Und diese Einstellung mache ich einmal mechanisch und den Rest nehme ich dann über meine App vor. Wir haben dann eine Swarovski-App für das DS. Wie du gerade gesagt hast, gebe ich dann da meine V0 ein, mein BC-Wert. Wir haben da auch 1600 Laborierungen schon hinterlegt. Mhm. Die kann ich dann einfach auswählen und überspiele dann mit Bluetooth auf mein Zielfernrohr. Genau, also da braucht ihr keine Angst davor haben. Ihr werdet da durchgeleitet. Ja, das ist spielerisch einfach. Wichtig ist halt nur, dass die richtigen Daten eingegeben werden. Ja, dann wird das montiert über Swarovski-Schiene, genau, bekannt. Swarovski oder mit Ringen kann ich auch montieren, wobei natürlich in Europa die Schienenmontage die gängigste ist. Und was ich dann noch mache, ist eigentlich in der Jagd nur noch diesen Messknopf zu drücken. Auch ein Handy wird nicht mehr benötigt. Also die Verwechslung ist bei uns auch oft, dass ich gerade beim Air Range, wo ich mit Bluetooth koppeln kann, oder beim DS ein Handy dazu bräuchte bei der Jagd. Also unsere Geräte sind alle so konzipiert, dass ich in der Ausübung der Jagd alles ohne ein Handy machen kann. Die Einspielung erfolgt einmal, dann drücke ich diesen Messknopf, dann misst das Zielfernrohr die Entfernung, den Winkel, den Luftdruck, die Temperatur und die eingestellte Vergrößerung und gibt mir dann aufgrund meiner Laborierung, die ich eingegeben habe, meinen Haltepunkt an. Okay, habe ich jetzt sonst noch irgendwelche Daten, die mir das Glas sagt? Ich kann durch die App verschiedene Daten einstellen. Das ist jetzt auch schon die zweite Generation, wo wir auf dem Markt haben. Hier haben wir die Möglichkeit, mehr Anzeigen anzeigen zu lassen, also quasi im Display. Es gibt Leute oder Nutzer, die sagen, ich will gar nicht so viel sehen, ich will keinen Tannenbaum und viel Beleuchtung drin. Die können das auch alles ausblenden, aber ich kann zum Beispiel einblenden, Wasserwaage. Ich kann einblenden, wie lange fliegt das Geschoss zum Punkt. Ja. Wie viel Energie kommt hinten noch an? Ich kann die Windstärke bestimmen lassen durch die Striche in verschiedenen Windstärken, 3, 6, 7, 8, 10 Meter und so weiter und so fort. Das kann ich alles anzeigen lassen. Also man kann sich es eigentlich auf seine Bedürfnisse einstellen. Genau. Und was grundsätzlicherweise nicht verkehrt ist, zu wissen, wie viel Energie hat mein Geschoss noch im Ziel oder wie schnell ist mein Geschoss noch im Ziel.
Das ist immer höchst interessant, gerade jagdlich. Für den Long-Range-Bereich ist es eigentlich egal, das ist eher die Windstärke, die ich da brauche. So, Alex, kommen wir mal zur Praxis. Wir sind ja alles Praktiker. Jetzt habe ich, mein Stück steht auf 280 Meter. Ich habe es angelasert und es springt ab, zieht weg. Was mache ich? Ich ziehe nach. Schau, dass alles passt mit dem Schuss, also ich freies Schussfeld habe und auch die Sicherheit natürlich. Drück dann nochmal kurz meinen Knopf, dann wird die neue Distanz anvisiert und gibt mir dann sofort wieder den Haltepunkt an. Dann kann natürlich auch passieren, dass das Stück sich dreht, nicht sauber steht. Dann läuft die Messung, die hat irgendwann ein Ende, das kann ich bestimmen über meine App wieder, wie lange die Messung angezeigt werden soll. Also es wird dauerhaft gelasert? Es wird einmal gelasert und dann aber dauerhaft angezeigt. Mhm. Sollte das nicht ausreichen, kommt irgendwann eine Sanduhr und dann weiß ich, jetzt habe ich noch 5 Sekunden, dann erlischt mein beleuchtetes Absehen. Ah ja, okay, gut. Jetzt muss ich aber nicht wieder messen, wenn ich ja schon sauber im Anschlag vielleicht bin und mich nicht verändern will, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich mein Setup kurz auf die Seite neige und dann wird die Messung nochmal verlängert. Sehr gut. Muss also das heißt, ich muss meine Hand gar nicht mehr von der Waffe nehmen, sondern kann sauber im Anschlag bleiben. Nur kurz abnicken mit der Waffe. Kleine Bewegung, ist es wieder aktiviert. Und so kann ich eben auch alle Funktionen über meine App schon Voreinstellungen, was mir einfach beliebt. Auch die Helligkeit, die Anzeige des Punktes, ob ich einen Kreis will, ob ich einen Pfeil will, kann ich bei diesem DS2, zweite Generation, alles einstellen. Prima. Ja. Also für die Praxis völlig geeignet. Ja. Und daher macht das Ganze Sinn. Wo liegen wir da preislich? Da liegen wir bei 4.800 ohne Schiene, 4.900 mit Schiene. Für die Jagd auf jeden Fall geeignet, auch für den Longrange-Schützen geeignet. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen, das ist ein hochkomplexes Zielfernrohr, welches ich bedienen muss. Ja, und ich kann mir nicht das Glas kaufen, auf die Waffe draufpacken, einschießen und sagen, so, jetzt laser ich mal kurz und dann wird das schon passen. Das funktioniert nicht. Ich muss, wie gesagt, meine ganzen ballistischen Daten eingeben und dann ist es extremst wichtig, dass ich mich nicht darauf verlasse, ja, so gut wie Swarovski arbeitet. Am besten ist es, ich gehe auf 200 Meter Bahn, 300 Meter Bahn, von mir aus auch noch weiter und überprüfe das Ganze, ob das alles funktioniert. Und wichtig ist auch, dass ich das Ganze trainiere und übe, ja, weil mein Setup kann so gut sein, wie es will. Ich muss es aber auch können. Ja, und das Können funktioniert nur, indem ich es übe und trainiere. Und dann funktioniert das Setup mit mir als Schützen zusammen sehr gut. Ja, das ist für uns auch als Swarovski ganz wichtig. Und da muss einfach vorab 100% gewährleistet sein, dass mein Setup, mein Handwerkszeug sauber funktioniert. Der Vorteil beim Üben und beim Trainieren ist einfach, ich kriege eine gewisse Routine, was die Bewegungsabläufe angeht. Wo ist was? Was muss ich wann wo drücken? Dass ich das, wenn der scharfe Schuss aufs Wild kommt, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mehr machen muss. Weil da habe ich ganz andere Probleme. Ja, habe ich einen Kugelfang? Ist meine Flugbahn frei? Wie steht das Wild? Ist es das richtige Wild? Ich muss ja auch noch sauber ansprechen. Man ist aufgeregt. Und dann sollte ich mir eigentlich in dem Moment keine Gedanken mehr machen, wie bediene ich was. Ja, das muss vorher schon sitzen. Und nur wenn ich das vorher gemacht habe, ja, kann ich dann auch, also ich muss 110% üben, ja, dass ich auf der Jagd meine 100% abrufen kann. So, Alex, wir hatten ja vorhin über die Flugbahn geredet. Ich habe auch eine Jagdschule. Ja, und für meine Schüler ist es immer unheimlich schwierig nachvollziehen zu können, dass das Geschoss eine gekrümmte Flugbahn hat. Wie kann ich denen das zeigen, dass das tatsächlich so ist? Also ein ganz nettes Feature natürlich, wenn wir morgen auf der Schießbahn sind, habe ich hier ein paar Perspektiven mitgebracht, dass wir natürlich auch die Treffer, die ordentlichen Treffer schön sehen und das nachvollziehen können. Ich habe hier zum Beispiel ein ATX-Spektiv von Swarovski. ATX ist das modulare System. Wir haben hier verschiedene Okular- und Objektivmodule, Schrägeinblick, Geradeinblick oder auch Binokular. Vorne haben wir vom 65er, 85er, 95er bis zum 115er die Möglichkeit aufzusetzen. Und da gibt es bei uns die Möglichkeit, mit einem VPA-Handy-Adapter direkt auf das Spektiv hinten, auf das Okular zu gehen und dann auch mitzufilmen. Hat jetzt vielleicht morgen, werden wir sehen, auf 300 Meter, sehen wir das schön, wir können hier dann auf Slow Motion filmen, was wir eingestellt haben oder wo wir hinschießen und sehen dann, wenn wir den richtigen Winkel haben, auch die Verwirbelung der Luft vom Geschoss. Da sehen wir eben auch schon, dass auf 300 Meter eine gewisse Krümmung dann vorhanden ist.
Genau, ja, da kommt es ja wieder aufs Geschoss drauf an. Habe ich ein langsames Geschoss, schweres Geschoss, ein schnelles Geschoss, ein kurzer Lauf, langer Lauf. Das spielt alles damit rein. Und das ist natürlich ein geiles Feature. Ich kann einige Dinge mitfilmen, auch vielleicht draußen gerade auf der Jagd in der Türke. Ja. Ich brauche dieses Spektiv auf der Jagd, gerade auf Gamswild, der um sauber ansprechen zu können. Und dann packe ich mir da hinten das Handy drauf und kann meinen Abschuss filmen und kann auch hinterher sagen, ist es abgesprungen, wohin ist es abgesprungen oder liegt es. Fürs Long-Range-Schießen ist natürlich ein Spektiv extremst wichtig, weil gerade jetzt auf 300, 400, 500 Meter, wenn ich sportlich Long-Range schieße, kann ich nicht jedes Mal mir entweder hinrennen oder mir die Scheibe kommen lassen. Da hilft mir das natürlich, um sauber meine Treffer anzeigen zu können. Und das ist eigentlich ein Muss, wenn ich Long-Range schießen möchte. Einer schießt, der andere spottet und gibt mir dann die Treffpunktverlagerung an, wie viel Klicks ich brauche oder wie ich anders da anhalten muss. Genau, da für die Treffpunktverlagerung haben wir natürlich hier ein spezielles Spektiv. Das hat Swarovski entwickelt für den Einsatz Long Range. Ja. Wenn ich mit einem Spotter arbeite, der neben mir sitzt und mir dann auch angibt, wie viel Abweichung ich habe. Besonderheit hier ist, wir können hier mit dem Drehschalter, haben wir verschiedene Helligkeitsstufen, können wir das MRAD oder MOA absehen einblenden. Das ist dann beleuchtet und eingeblendet. Hat natürlich dann den Vorteil, wenn ich es nicht brauche und will zum Beispiel auch mit dem VPA, mit dem Handyadapter und was filmen, habe ich die Strichplatte draußen. Ich habe ein normales Spektiv. Will ich dann haben, schalte ich es ein und dann kann ich meinem Schützen sagen, du musst 2 oder 3 MRAD, MOA Abweichung korrigieren. Ja, sehr gut. Warum habe ich das Rotpunkt oben drauf? Da habe ich jetzt ein kahles Red Dot oben drauf montiert auf einer Picantini-Schiene, dass ich einfach, wenn ich jetzt ein Ziel habe, auch bei Long Range, wirklich im Long Range, dann 800, 1000 Meter, wo ich dann schon das Ziel suchen muss, dass ich einfach schneller in der Zielerfassung für mein Spektiv bin. Genau, ja, weil ihr wisst ja vielleicht aus der Jungjägerausbildung noch oder auch draußen aus der Praxis, je größer ich zoome, je größer meine Vergrößerung ist, desto kleiner wird mein Sehfeld, und dann kann es durchaus möglich sein, auf 1000 Meter, dass ich mir da vorne einen Wolf suche, und da ist dieses Teil da oben drauf sehr hilfreich. Dann kann ich durch das, ich habe den Rotpunkt, ich setze meinen Rotpunkt schon mal aufs Ziel, und wenn ich dann durch mein Spektiv durchgucke, bin ich schon drauf, und das ist natürlich extremst erleichternd. Ja, hilfreich, auf jeden Fall. Für den jagdlichen Einsatz, haben wir hier drüben bei dir liegen, haben wir noch ein kleines Spektiv, das ist relativ neu, ATC-SCC. ATC heißt bei uns immer A, Angel Schrägeinblick, S Straight Gerade. Da gibt es also zwei Modelle, einmal mit Geradeeinblick, einmal mit Schrägeinblick. Das ist jetzt Orange, die gibt es aber auch noch in Grün. Wenn ich da kurz einhaken darf, der Geradeeinblick, der ist dafür da, dass ich im Liegen spotten kann. Und der schräge Einblick ist dafür da, dass wenn ich irgendwo stehe, dass ich von oben sauber reinschauen kann. Genau. Ja. Also sind wirklich kompakte, wiegen 970 Gramm, kann ich im Rucksack mitnehmen, kann ich auch an der Seite mit dem Trageriemen tragen, gerade im jagdlichen Einsatz, Vergrößerung 17 bis 40-fach, wasserdicht bis 4 Meter wasserdicht, da haben wir auch alles dabei. Wobei wir unter Wasser ja gar nicht so weit gucken wollen. Nee, aber es könnte mal sein im Gebirgsbach, du rutschst aus und dann klar. Haben wir die Sicherheit natürlich auch. Sehr gut. Für den jagdlichen Bereich ist es natürlich gerade im Gebirge, wir wissen ja, wir wollen nicht so viel mitschleppen, schön leicht, 40-fache Vergrößerung, kann ich meine Gams oder mein Hirsch sauber ansprechen. Und da müsst ihr euch halt nur noch überlegen, will ich eins mit geradem Einblick, was meiner Meinung nach im Gebirge mehr Sinn macht, oder halt mit schrägem Einblick. Morgen auf der Schießbahn werden wir das Teil auch nutzen. 40-fache Vergrößerung reicht völlig aus, um auf 300 Meter den Einschuss sehen zu können auf der Anschussscheibe. Daher nutzen wir alles mal, sodass auch unsere Lehrgangsteilnehmer sich da mal ein Bild machen können. Genau. Alex, du hast hier noch weitere Sachen mit dabei. Unerlässlich natürlich für Weitschüsse, Entfernungsmesser. Klar. Letzten Jahre immer mehr gekommen. Es gibt viele Anbieter. Wir haben jetzt inzwischen 2 Modelle, Anfanggläser mit Entfernungsmesser, weil ohne Entfernungsmessung ist Weitschuss schwierig. Und wir sehen auch, also Ferngläser mit Entfernungsmesser werden immer mehr. Ja. Aber mehr wird natürlich auch die kleineren Objektivdurchmesser. Darum haben wir jetzt letztes Jahr den EL Range 32 vorgestellt, weil viele einfach sagen, mir reicht 32 in einer guten Qualität auch für die Dämmerung aus, jagdlich. Ja, ja. Und ich habe natürlich ein leichtes, universelles Tuschglas. Genau. Wo ich einfach tragen kann. Jetzt fragen sich natürlich einige 30er in der Dämmerung. Es kommt nicht nur unbedingt auf den Objektivdurchmesser an, sondern hauptsächlich auf die Vergütung des Glases. Vergütung und das Gesamtpaket eines Glases. Also ich stelle es immer so dar,
denkt euch einen Trichter, da sind viele Bälle drin, da gibt es Dämmerungszahl, Vergütung, Beschichtung und so weiter, also Randschärfe ist noch drin. Also lasst uns mal verschiedene Faktoren sein und am Schluss kommt wirklich das Bild raus. Ich kann zum Beispiel eine Transmission immer nach oben ziehen. Das Beispiel nehme ich ganz gerne, unser alter Habicht, der ist jetzt 75 Jahre alt, ja. Der hat eine Transmission von über 95%. Die hatte natürlich, weil er noch nicht so viele Linsen hat, aber ich sage mal, die Transmission könnten wir hier bei jedem Glas auch nach oben ziehen, aber dann fällt was anderes ab. Mhm. Also das muss man immer wissen, nur die Kennzahl Transmission ist nicht alles. Ich sage immer, alles über 90 ist gut, 3-4% kann das menschliche Auge nicht sehen, aber das ist ganz entscheidend, dass das, was am Auge angelangt, das Gesamtbild, das ist das Entscheidende. Also ich persönlich bin auch ein unheimlicher Fan von dem 32er, weil es halt extremst kompakt ist, leicht ist. Mir reicht das völligst aus, ja, um auch in der Dämmerung jagen zu gehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, Long Range in der Dämmerung, ja, macht man eigentlich nicht, ja. Weil dann hinten raus wird es dann einfach zu dunkel, ja. Und deswegen muss ich hier nicht unbedingt einen riesen Klopper mit mir rumstellen. Genau. Ja. Aber sehr handlich, was auch geil ist, von der Form her liegt es unheimlich schön in der Hand, ja. Und hier habe ich auch ein Winkelmesser mit dabei. Ja, habe ich integriert, also vom Gewicht hast du gerade angesprochen, 680 Gramm, da gibt es in der Liga momentan keinen, der wirklich auf die 680 Gramm kommt. Und dann haben wir natürlich verschiedene Features drin. Wir haben Tracking Assist drin und wir haben die ganze Funktion von Ballistik. Ich kann bei dem Glas verschiedene Waffen eingeben, kann da meine Ballistik einspielen, kann mir dann anzeigen lassen die Abweichung. Zum Beispiel, ich messe raus 250 Meter, dann kann ich mir anzeigen lassen, wie viele Klicks muss ich an meinem Ballistikturm korrigieren bei dieser Waffe. Ich kann drei Waffen einspeichern oder wie viele Zentimeter muss ich korrigieren. Kann ich hier alles drin haben. Das ist natürlich auch geil. Ja. Da habe ich meinen Ballistikrechner, genau, schon im Glas drin. Integriert. Und natürlich auch Winkelfunktion. Winkelfunktion ist auch immer mit drin, genau. Ja. Korrigiert über die Klicks, da habe ich dann zwei Distanzen drin. Ich habe eine reelle Distanz, die Wirklichkeit ist, ja. Und dann die korrigierte. Und diese korrigierte stelle ich an meinen Ballistikturm ein und dann korrigiere ich den Winkelschuss. Also, genau. Ein Glas, was mir nicht nur die Entfernung anzeigt, sondern gleich automatisch einen Ballistikrechner. Wahrscheinlich, genau, muss ich da auch wieder meine ganzen ballistischen Daten. Die sind wieder hinterlegt in der App, genau, da sind auch, ja, die Munition alle hinterlegt, das haben wir schon alles drin. Aber ich kann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Wiederlader bin, kann ich meine, genau, eigenen ballistischen Daten da auch eingeben, ja, sodass ich mit meiner Laborierung, die ich mir selber zusammengeladen habe, sauber jagen kann. Genau, wir können immer auswählen zwischen Handladung und dann vorgegebenen Ladungen. Das kann ich frei wählen und eingeben. Super. Was wir auch noch haben, den Tracking Assist. Ja. Der ist auch ganz interessant. Es gibt ja Situationen in den Bergen, ich schieße über ein Tal, muss runter, muss hoch und sucht das Stück und finde, ja, nicht mehr hin. Ja. Bei dem Glas können wir die Funktion nutzen, dass die letzten drei Messungen ich über die App auslesen kann und mich dann über Google Maps auf einer Karte an diesen Punkt führen lassen kann. Das ist natürlich der Knaller, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, was ich vorher schon beim DS erwähnt habe, wir brauchen kein Handy in der Jagd, wir wollen vielleicht auch mal eine Zeit, wo wir nicht das Handy nutzen, wir können den auch dann, diesen Tracking Assist, auch ohne Handy nutzen. Im Glas selber? Im Glas direkt, genau. Dann habe ich zwar keine Karte, aber ich habe eine Anzeige mit den Metern. Das heißt, ich gehe auf Tracking Assist, lauf los, miss zu meinem Sitz oder Punkt, wo ich geschossen habe, zurück. Und dann sagt mir das Glas, 100 Meter diese Richtung, 20 Meter links. So kann ich mich dann auch an diesen Punkt führen lassen. Das ist natürlich gerade, ja, in schwierigen Gelände wie Gebirge oder ich war auch schon letztes Jahr war ich in Afrika, da sieht ja alles gleich aus. Ja, ja. Und da muss man auch ein bisschen weiter schießen. Also im Gelände, vielleicht wo ich mich nicht so gut auskenne, war auf einer Jagdreise oder sowas, ist das natürlich ein unheimlich praktisches Teil, das mich unterstützt, den Anschuss zu finden. Oder auch Ungarn. 100 Hektar Acker, ne, du schießt einen Bock irgendwo da drin, fang mal an, den zu suchen, einfach zurückmessen zum Fahrzeug, von wo es geschossen hat und dann kannst du da hinlaufen. Ja. Also, sehr geiles, genau, Teil und was ich halt immer noch spannend finde, unheimlich klein und kompakt. Jetzt, ja, habe ich hier oben sowas dran. Die Stirnstütze, ja. Am Anfang beschmunzelt, muss man sagen. Wir haben das inzwischen bei vielfachen Gläsern, ja, weil es wirklich entspannt ist. Ne? Ja. Also gerade bei 10-facher Vergrößerung oder auch 12-facher, wo wir bei vielen Ferngläsern ja auch haben, hilft es wirklich. Und
es hilft durch die Dreipunktauflage. Ich habe immer eine zusätzliche Auflage an der Stirn, halte das Glas auch ruhiger. Aber was für mich ganz entscheidend ist, wenn man länger beobachtet, und das weiß jeder Jäger auf dem Ansitz, ich sehe was Schönes, ein schönes Bild, beobachte gern. Ich drücke mir irgendwann dann die Augenmuscheln zu arg auf die Augen oder auf die Augenränder. Ja. Und das ist manchmal dann störend. Und wenn ich hier diese Stirnstütze habe, entlaste ich das und durch die Dreipunktauflage merke ich das Glas eigentlich hier unten dann fast nicht mehr. Ja, also ein schönes Gimmick, was mir das Leben draußen im jagdlichen Alltag leichter macht. Auf jeden Fall. Ja. So, dann hast du noch eins dabei. Air Range 42. Mhm. Den haben wir ja schon länger. Der ist auch quasi schon der große Bruder. Der große Bruder, genau. Haben wir schon länger auf dem Markt. Ist auch die zweite Generation. Da müssen wir sagen, da haben wir die Optik mal deutlich verbessert. Vielen ist der Begriff Swarovision. Ein Begriff, das heißt die Randschärfe bis zum Bildrand, gleichbleibend scharf bleibendes Bild, das immer wieder bei dem Thema von vorher. Ja. Was gehört alles in ein gutes Glas? Da gehört die Randschärfe eben auch mit rein, gerade in der Dämmerung, weil das Auge doch immer das ganze Bild fixiert und nicht nur die Mitte, sondern das ganze Bild. Und darum haben wir hier die Swarovision-Technologie verbaut in der zweiten Generation. Da sieht man, dass es deutlich vom Bild nochmal besser ist. Ja, auch hier wieder schön die Brücke zweigeteilt, dass ich sauber umgreifen kann. Genau. Also, gutes Glas. Und kann eigentlich alles, was der Kleine auch kann. Also da sind die Funktionen genau ident. Gut, sehr gut. Also, die ganze Palette von Swaro, was wir hier, wir werden es natürlich morgen auch auf dem Schießstand mal ausprobieren. Ja. Wie weit können wir sehen, was macht Sinn. Ich freue mich drauf, dass auch danke dir nochmal, dass du mit dabei bist. Ja. Und auch die Schüler werden sich, denke ich, freuen, durch die ganzen Sachen mal durchzugucken, einfach auch mal zu vergleichen mit denen, vielleicht, was sie schon daheim haben. Und wird ein spannender Tag morgen. Auf danke, jeden Alex, Fall. Dass du da bist. Bedanke mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal von All for Hunters und ihr schon unterstützt uns dabei bei unserer Arbeit, dass wir auch weiterhin solche tollen Videos machen können und euch Neuigkeiten und tolle Gerätschaften vorstellen können. Ich wünsche euch viel weit Mannsheil, immer eine sichere Kugel. Bis bald. Ciao.